Redwisch, Ortsteil Redwischdorf. 25.06.2015. Links das Neubaugebiet, da auch neue Straße schon. Wir gucken uns das nochmal im Winter an. Auch neues Haus hier schön weiß. Hexer zur Schau. Ist auch noch ohne Graffiti. Ich würde in das Haus da vorne, das passt auch. Das ist gut in der Lage. Ich würde da letztendlich, wollte ich mal sagen, eine Falafelbude, einen Falafelgrill reinbauen. Falafel oder Kebabbude, das ist eine gute Lage da. Da halten die Leute an, vorne an. Und die hinten wohnen in dem Neubaugebiet, die müssen da sowieso längs und können entsprechend da ihre Nahrung fassen. Das wäre eine Top-Lage. Ich bin ja Experte für Nahrung und Nahrungszulieferung. Ich habe mir das alles angeguckt in fernen Ländern schon. Wieder die Versorgung mit orientalischen Speisen ist zum Beispiel. In Italien habe ich mir das angeguckt und da ist es sehr unterentwickelt. Wer jetzt zum Beispiel jetzt einen Döner oder einen Kebab-Grill auf oder sagen wir Spießgrill aufmachen möchte, der ist in Norditalien, da war ich ja letztens, genau richtig. Der ist da. Das ist eine Döner- und Kebab-mäßige unterentwickelte Region. Da kann man hin und hat da wahrscheinlich auch Erfolg. Es gibt da hauptsächlich nur Pizza, Pasta und Gelato. Gelato ist Eis. Mehr haben sie da nicht und ganz verstreut mal dann doch ein Kebab-Laden. So dass sie dann also das doch schon kennen und sagen, Mensch, das ist ja gut und so. Aber wir wünschen uns da noch mehr von. Ja, wie komme ich noch auf die Italiener? Ja, ich habe gerade einen Film fertig gemacht von Verona. Der ist jetzt seit heute Morgen schon online und Verona, weiß ich nicht, 40 Minuten oder 30 Minuten war da durchgefahren. Habe ich dann gezählt, was es da alles gibt an kulinarischen Möglichkeiten. Da war nicht viel. 3-4 Läden aus dem Ausland, der Rest war alles nationale Kost. Al Italia, al dente und sowas. Direkt sagen wir einmal Salam Aleikum an den Fahrradfahrer und natürlich auch guten Morgen an die übrigen Fahrradfahrer und Fußgänger. Wir haben uns natürlich auch angewöhnt, jetzt vernünftige Begrüßungen auszusprechen. Dass wir jetzt nicht einfach so durchfahren und sagen, uns geht das alles gar nichts an, sondern wir sagen mal schönen guten Morgen oder sonst wie. Wenn da jemand aus Japan rumläuft, dann sage ich auch Sayonara, kann ich auch. Oder China, kann ich auch. China, Sprache, da kann ich einiges. Aber meistens ist hier so, weil Vorderasien angesagt oder Nordafrika eben Arabisch und das kann ich ebenfalls. Wie man auf Arabisch grüßt, das muss man einfach können, in Bad Oldesloe. Hier wird es streiten sich um die Umbenennung der Hindenburgstraße. Und das geht mich nicht an, Politik geht mich nichts an. Wir gucken das nur, wir sehen hier Veränderungen oder auch nicht. Und es wird besser oder schlechter.
Und das ist das, guck mal, das ist ein Hund rechts. Fifi, und ich habe auch meinen Hund. Jetzt habe ich ihn gesehen, siehst du? Guck da hinterher. Ja, nun quiekt er auch. Ja, heute ist wieder Donnerstag, und zwar der 25.06. Haben das gleich mit Riedwisch Dorf mitgemacht oder so, und dann gleich in einen Rutsch. Speicherplatz ist ja irgendwie unbegrenzt heutzutage. Salam alaikum, rechte Seite. Ja, guten Morgen ebenfalls, rechts. Es gibt ja noch eine kleine Abwandlung von Salam alaikum, das ist Arabisch. Und wenn man jetzt auf Türkisch grüßen müsste oder wollte, dann sagt man Salam alaikum. Wenn ich, kann sein, dass ich das ein bisschen falsch ausspreche, weil ich ja nun kein Orientale bin. Ich bin eigentlich ein Germane. Es kann auch sein, dass ich so ein bisschen polnisch bin oder so. Und aber schwedisch auf jeden Fall. Ein bisschen. Also ich bin Migrant praktisch. Hab einen Migrationshintergrund und fahre jetzt mal durch Bad Oldesloe mit meinem Migrationshintergrund. Schweden. Jedenfalls nachgewiesen Schweden. Ja, das ist ein wackeliges Stativ hier. Gucken wir mal rein. Aber es geht ja immer ganz gut anzuschauen. Und da sind zwei Bella Ragazzas. Dann ist der. Da, rechts geht's rum. Und bei ist es. Hier rechts das Arbeitsamt. Da bin ich auch registriert. Als Arbeitssuchender war ich da mal. Und ich denke mal, die haben meine Nummer noch. Ja, mit Nummer ist das ja so eine Sache. Das ist ich habe mal letztens einen Schweden getroffen, einen aus Schweden. Das ist ja, wo ich eigentlich herstamme. Zum Teil jedenfalls. Da gibt es eine Personennummer. Und du kannst mit dieser Personennummer, ohne Personennummer wird das nichts. Da kommst du nicht klar. Vielleicht ich, wenn ich da mal hinreise oder geht das übergangsweise, aber jeder kriegt eine Personennummer. Eigentlich so wie auf dem Personalausweis auch draufsteht bei uns. Die Versicherungsnummer und so haben wir ja auch letztendlich, aber da ist das noch ein bisschen ausgeprägter. Da kannst du denn tatsächlich dein Auto nicht anmelden, wenn du keine Personennummer hast. Und das heißt dann auch tatsächlich Personennummer, und das ist eigentlich schon der richtige Ausdruck, denn wir haben ja zum Beispiel, das heißt auch Personenausweis, was auch Personenausweis. Und wir haben einen Personalausweis. Und wer jetzt so die Feinheiten kennt, so von der deutschen Sprache, Personal und Person ist noch ein Unterschied. Personal leistet man sich, hier ist irgendwie eine Regierung, da müssen wir eigentlich hin. Regierungsdelegation fährt hier durch Bad Oldesloe und will die Schwierigkeiten aufdecken, die hier entstanden sind, die hausgemacht. Lass mal geradeaus. Besser ist es.
Mitarbeiter, also Personal, leistet man sich, kauft man sich ein und so weiter. Person ist man selber. Die meisten Deutschen würden es gar nicht begreifen oder so, aber mir ist es sofort aufgefallen. Ich bin auch ja auch ein Homo sapiens sapiens. Ja, das ist einer, der nachdenken kann. Homo sapiens normalerweise, das ist nur einer, der denken kann. Das ist der Unterschied übrigens zwischen Homo sapiens und Homo sapiens sapiens. Also heute ist ein Homo sapiens sapiens zu Gast. Der fährt hier gerade durch auf der B75. Bald ist er auch wieder raus und dann seid ihr alleine und müsst euch dann eben selbst beschäftigen. Ich komme aber nachher nochmal wieder. Mal sehen, was ich mache. Da bin ich abgemattelt von der ganzen Arbeit, eine Stunde lang vielleicht. Erschöpft. Ja, hier Gärtnerei, rechte Seite. Streiten sich hier um die Umbenennung der Hindenburgstraße. Deswegen wahrscheinlich die Regierungsdelegation extra angereist. Das muss ja wohl dieser Albig sein, der Ministerpräsident. Sonst, also wenn ich rumfahre, dann habe ich ja nicht so eine Standarte von doch vorne weg und so weiter. Drei Polizeiautos und hinten nochmal welche. Aber das ist schon, ich denke mal schon, das ist zur Sicherheit und der Terrorismus wird ja auch immer mehr und so, dass ja nicht der Ministerpräsident schon nicht mehr alleine fahren kann. Ja, also mit Begleitung. Oder war es die Königin? Ja, ist auch Queen Elizabeth. Ja, kann sein. Die ist doch zu Besuch hier. Na egal. Da müsst ihr selber mit klarkommen. Ich sag ein Hello, how are you? Where do you go? To the Queen Elizabeth. Und schönen guten Tag noch.